So, worauf muss man jetzt bei der Wiederbelebung eines kleinen Kindes achten? Also beim Kind ist der Unterschied, beim Erwachsenen haben wir ja gerade gelernt, dass wir immer mit dem Drücken anfangen. Immer drücken, pusten. Bei einem Säugling ist es anders in erster Linie. Da fangen wir mit 5 Beatmungen an. Also wir stellen jetzt fest, die Kleine atmet nicht mehr und dann fangen wir jetzt sofort mit 5 Beatmungen an. Und dann würden wir jetzt einmal nochmal die Atmung überprüfen, ja, ob sich da jetzt was verändert hat. Und nur wenn wir jetzt merken, dass sie tatsächlich immer noch nicht atmet, würden wir den Notruf absetzen, den Oberkörper frei machen und dann würden wir jetzt auch mit dem Drücken anfangen. Wobei der Unterschied natürlich ist, dass wir hier nur mit 2 Fingern drücken. Ne? 1, 2, 3, 4. Aber auch 30 Mal wieder. 8, 9. Genau, also der Rhythmus ist immer 30:2 beim Erwachsenen, beim Kind und beim Säugling. Das kann man sich sehr gut merken. 30:2 ist immer richtig. Worauf muss man achten, wenn man Gefühl hat, kräftetechnisch vielleicht zu viel Druck auszuüben? Also ich denke, da hat jeder genug Menschenverstand, dass man in etwa einschätzen kann, dass man natürlich auch nicht zu feste drücken soll. Deswegen nimmt man ja eben auch nur die 2 Finger. Sollte ungefähr 1/3 des Brustkorbs komprimiert eingedrückt werden. Also ein gutes Gefühl sollte man dafür entwickeln. Also natürlich nicht zu tief, aber auch nicht zu wenig feste, weil das muss ja auch was bringen. Wir müssen das Herz ja sozusagen zum Pumpen bringen. Gut, vielen Dank. Gerne.